dass der das nicht mitkriegt. Alter, das sind die schlechtesten Wachen, die ich je gesehen habe. Ah, ja, die sind so tiefenentspannt. Guys, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Knight. Ich bin Soul. Ich bin Rockstar. Ja, und wir waren hier stehen. Wir haben den Stack gefunden und da unten ist die Lucy los. Ich will erstmal hier rüber, um mir einen besseren Überblick. Ja. So, nochmal gucken. Keine Bewaffneten. Sehr gut. Ficker. Bam! War da ist Batman wieder ultra pornös unterwegs. Wie so immer. Heißt ihm ein. Ey, ich hab's nicht mehr drauf. Das sagst du in fast jeder Folge. Ja, ich weiß. Je nachdem, ne? Hier, Dreier-Kombo, bam, Junge. Okay, der große Bimbo ist schon ausgeschaltet. Die Mucke im Hintergrund ist wieder geil. Das muss man wieder sagen. Und so richtig geil Batman-like. Wenn das gute Soul das jetzt nicht verkackt, sieht das noch geil aus. Es sieht einfach nur pornös aus dann. Und ja, er ist gerade voll drin, ne? Ich will voll drin. Pack. Tack. 50er-Kombo. Läuft. Schafft er wohl doch eine höhere. 53. Und zack, 54. Hast du gesehen, wie ich ihn in den Arsch getreten habe? Ja, so muss das. Gott sei Dank, du bist hier. Vielen Dank. Die hätten mich umgebracht. Wieso? Was haben sie getan? Nichts. Diese Tiere stürmten rein und feuerten drauf los. Sie haben diese Zylinder eingesammelt. Nimbus-Generatoren. Eine absolut saubere Energiezellentechnologie, die wir entwickelten. Wo ist Scarecrow? Er ist auf dem zweiten Luftschiff. Hatte er jemanden bei sich? Sie meinen Barbara Gordon. Wir wissen doch beide, dass sie schon tot ist, oder? Wo ist Simon Sage hin? Viel interessanter ist doch die Frage, warum die jetzt alle wieder aufstehen. Ja. Wird Batman verrückt, oder was? Ja, ein wenig. Auch der übliche Kombometer ist nicht da. Okay. Stehen die immer wieder auf? Und da kommen immer neue Joker? Okay, die werden jetzt Joker. Muss man die kaputt prügeln, oder was? Ja. Okay. Die Ark 2. Ja, also man merkte den mentalen Abbau von Batman. Auf jeden Fall. Nicht nur, dass er Joker jetzt hört. Joker probiert natürlich, die Oberhand der Persönlichkeit zu bekommen. Stack wurde zu Scarecrow aufs zweite Luftschiff gebracht. Ich habe den Plan analysiert. Und anscheinend wird es durch automatische Geschütze gesichert. Es gibt ein Sicherheitsterminal im Forschungslabor nahe des Hecks dieses Luftschiffes. Die Geschütze sollten sich von dort aus deaktivieren lassen. Na komm, Joker, erzähl was. Naja, heute keine Lust mehr. So, aufmachen brauchen wir hier noch nicht. Weil? Wir das nachher so oder so nochmal öffnen müssen dann. Okay.
Hier da haben ist wir eine schon Trophäe. Was. Ja, ich weiß, da kommen wir aber noch nicht dran, weil hier, das hier, ist ein stimmaktiviertes Schloss. Okay. Und da müssen wir uns erst noch was für besorgen. Genauso wie hier auch. Also das sind alles so Sachen, die wir noch nicht machen können. So, aber ich weiß, dass hier oben, und zwar da vorne, dass hier auf jeden Fall noch was zum Carport machen war. Okay, dann war das doch nicht hier. Das war auf jeden Fall hier irgendwo, keine Ahnung. Müssen wir jetzt eigentlich aufs zweite Luftschiff? Ja, natürlich. Die Luftschiffe gelten als ein Dingen. Also hier haben wir wieder was zum kaputt machen, wie gesagt. Ich glaube, davon gibt es hier 15. Und bei diesen zerstörbaren Dingern sind es, glaube ich, immer 15. Und hier okay. haben sie halt diese... das ist übrigens ein Easter Egg, wenn ich weiß gar nicht, ob wir es gemacht haben bei Arkham City, aber ich glaube, ja. Da hatten wir doch dieses Schiff gefunden, wo so lauter Kakerlaken drin waren und so. Ja. Und das sind eben diese Dinger, die sind daran angelehnt. Okay. Dann aktivieren wir mal das hier. Fast, Bats. Ich habe gespürt, wie du die Kontrolle verloren hast. Noch ein Hauch mehr von dem vorzüglichen Angstgas und es ist alles aus für dich. Da hörst du wieder dieses Gelächter im Hintergrund. Naja. Also wie gesagt, das soll halt verdeutlichen, dass er nach und nach jetzt immer mehr die Kontrolle verliert. Denn jetzt stinkt ja auch so ein bisschen Teil Joker in ihm drin. Klar. Und das ist natürlich ein... ein wenig beängstigend, wenn man so überlegt, dass Batman jetzt hier quasi nach und nach immer weiter zu Joker wird. Gotham gehört mir und ich mache damit, was ich will. Das gilt auch für deine Freunde. So, dich stellen wir mal eben fest. Barbara Gore, schließ deine Augen. Siehst du, wie sie in der Dunkelheit kauert und den Helden und, dieser Kontrollverlust, der wird auch zum Ende des Spiels immer dramatischer. Ja, das ist abzusehen. Ja, aber was für Ausmaße das annimmt, ist boah. Ist schon heftig? Ja, das ist richtig heftig. Also da haben sie sich richtig was einfallen lassen und das war auch dann eine der Szenen, wo ich so sagte, Gänsehaut und so. Okay. Also es war für mich schon ein Erlebnis, die Szenen. Was war das denn? Bump, bump, bump it up. So, hier unten kann man nochmal rein. Hier gibt es natürlich wieder Atrophächen. Hallo? Sind noch so die ganz offensichtlichen, die ich noch in der Rübe habe. Naja. Dich stellen wir... Nein. Nein. Da. Dich stellen wir erstmal wieder fest. Scheiße, kann ich gar nicht. Wieso? Falsch festgestellt. Ah, okay. Deshalb. Also du musst die hier aus dem Irrgarten so ein bisschen raus manövrieren. Naja. Aber da man du nicht jede Dings festpacken kannst. Nur eine? So, nee, nicht nur eine, aber es sind halt nur bestimmte, wo diese Dings dran sind. Mhm. Und dadurch bist du hier so ein bisschen... Ein Tricky-Modus. So in etwa. Nein, das nicht. So. Wie gesagt, an die Trophäe kommen wir später erst dran. Aber wir können sie uns mal auf jeden Fall auf die Karte packen, damit wir die nicht vergessen und ich... Ja. Mach hier gerade immer merkwürdige Sachen. Egal. Hier gibt es sogar eine Trophäe, die ist richtig tricky zu holen. Denn die kriegst du indirekt nicht hier drin. Die findest du hier drin, aber du kriegst sie nicht hier drin. Hä? Du nutzt das Luftschiff, diese Steuerung, um sie aus dem Fenster zu schmeißen und findest sie nachher in Gotham. Okay. Das ist schon recht tricky, weil ich mich da echt... Kohlenhydrate, das sind die Sachen, die ich gerade meine, ist doch schon ein bisschen tricky gewesen und bevor ich da drauf gekommen bin, da ist echt ein bisschen Zeit vergangen. Vor allem, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo die scheiß Trophäe hin ist. Ich dachte schon, ich hätte die irgendwie verdummbeutelt, alles versaut und hast du nicht gesehen. Ich will mich nochmal eben schnell hier umgucken, weil wegen dieser scheiß Kästen, ich hasse die Dinger. Und wieder nach oben. So, hier auch wieder ganz gemein, weil wer guckt schon hinter sich? Na.
und weg. Das ganze Raumschiff bald hier voll mit Kakerlaken. Auch hier wieder. Hier ist das Manuellfeld wieder so geil gelegt, dass du es nur wieder anwählen kannst, wenn du direkt davor stehst. Total assi. Ich hasse es. Na komm. Jetzt. So, haben wir uns hier schon mal einen Durchgang geschaffen. Später kriegen wir auch die... Was da unten passiert ist. Wo ist der? Ich wollte nicht dich umbringen, sondern dein Verstand. Also... Achso, da oben. Sind wir noch? Ja, Freunde fürs Leben. Ich bin eh unschuldig. Alle wissen, nur Scarecrow schuld mit seiner patentierten Joker-Befreiungsmixtur. Recht leicht. Na. Ja. Halt mit der Schnellfeuertaste, also LT. Wir haben ein Viertel der Rätsel gelöst. Wie war denn das hier noch? Bethering? Nein. Ich glaube, das ging über das hier. Oder auch nicht. Stacks kleiner Freund ist eine Fantasiekreatur, die üblichen Pigmente fehlen. Pigmente fehlen ihm nur. So, wir machen uns hier mal wieder Platz und ich glaube von... Ihr habt einen blinden Passagier. Findet ihn. Nee, ich will das SS da drüben finden. Das war... Geh da runter. Bild dir nichts ein, du bist nichts im Vergleich zu ihm. Verwende die Drohne weise. Wie war das denn noch hier? Also da gibt es irgendwo einen Schacht, durch den man da hinkommt. Hm. Dann kommst du auf die andere Seite und kannst du die einfach holen. Nur ich weiß nicht, bei Gott nicht mehr, wo dieser scheiß Schacht ist. Egal, vielleicht fällt es mir später wieder ein. Wir kümmern uns jetzt erstmal. Könntest hier. Du nicht, warte. Warte. Könntest du nicht einfach jetzt hier oben drauf? Nee. Will er nicht. Was ist. Doch? Nee, ja, ich kann da. Da kommst du runter doch. Ja, aber da ist wieder die Tür und die führt auch nur in den Raum. Also irgendein Gang gibt es auf jeden Fall, der dafür sorgt, dass du da rüber kommst. So, wir betreiben erstmal wieder unser Wir sind der Batman. Geräuschlos und so. Ja. Das muss ja auch mal wieder sein. Ja. Zählt das eigentlich hier als Jägerraum, ja, ne? Ja, das ist. Also jedes Mal, wenn so ein Raum voller Gegner da ist, zählt das halt als Jägerraum. Könntest du nicht erstmal die Drohne hacken? Die brauche ich gar nicht. Dass der das nicht mitkriegt, Alter. Das sind die schlechtesten Wachen, die ich je gesehen habe. Ah, die sind so tiefenentspannt. Wir sind erstmal wieder weg hier. Was geht hier ab? Da haben wir wieder jede Menge Leute. Da vorne der ist mir wichtig. Weil der die wiederbelebt, ne? Ja, das ist ein Sani. Ich hasse die Sanis. Es gibt auch teilweise hier Herausforderungen, da musst du quasi den Sani zuletzt ausschalten, wodurch okay. Das natürlich arschschwer wird. Nix, du kriegst kein Signal. Okay, da kann ich gerade nicht. Also hier ist auch wieder einer dabei, der quasi unsere Detektivsicht orten kann. Mhm. Da machen wir das mit Angst ausschalten. Und wir verpissen uns. Könntest du es weiter nach vorne gehen? Ja, ich darf nur nicht zu schnell zu weit nach vorne. Weil die ja mittlerweile so clever sind, die Gitter kontrollieren. Naja. Sobald da drunter Bewegung stattfindet, ist das dann auch sehr prekär. Sehr gut, damit haben wir wieder Angst. Wir verpissen uns hier wieder. Und sehen erstmal wieder zu, dass wir höheres Gelände bekommen. So, wo sind sie, unsere Buben? Jetzt haben wir noch einen.
Einer ist doch über. Oh ja. Dann holen wir uns den gleich mal. Ergeben die sich auch nicht manchmal oder so? Manchmal ja. Das sind dann aber auch dann Leute, die du eigentlich ausfragen sollst. Ach so, okay. Von Riddler dann meistens, ne? Ja, nicht nur Riddler. Das ist halt allgemein Infos. So viel dazu. Da sie jetzt was haben wir denn noch? Sind, kann ich über die Konsole die Verteidigung des Luftschiffs. So, das Rätsel betrifft, glaube ich, diesen Weg. Ach, scheiße. Affenkäfig oder so. Affentheater, keine Ahnung. Affenartig. Affenartig. So, das hier ist wieder ganz lustiger Spaß. Für die ganze Familie, von 0 bis 99. Ja. Nochmal. Ach nein, warte. So rum war das. So, der ist jetzt eingesperrt. Dadurch, dass der gerade auf den Schalter steht, weil der dir gefolgt, weil er ein blöder Affe ist, macht der dir hier die Trophäe frei. Und ich glaube... Ne, du bist nicht der Weiße, oder? Nein, ist er nicht. Okay. Es gibt hier irgendwo einen weißen Affen. Okay. Und den musst du scannen. Das ist der eben ohne Pigmente. Aber dann sieht man ihn irgendwie recht schlecht hier. Der turnt hier auf jeden Fall irgendwo rum. Nee, aber wie gesagt, diese Übernahmeversuche von Joker finde ich ja extrem geil. Ja, die passt nur. Ist auch irgendwie passend, ne? Da ist er noch. Da ist er. Also hier hat er so ein paar Tierversuche gemacht, der blöde Hund, ne? Und so ein Gedöns halt. Ja, ist nicht mehr feierlich bei dem. Nee, ist klar, Stack hat natürlich seine Finger in lauter illegalen Sachen drin. Hier haben wir wieder so ein Kaputtbar-Macht-Ding. Ja, wie denn auch sonst, ne? Ja. Fast jeder haben wir schon. So. War sonst noch was hier? Nee, ja, doch, wirklich. Hier vorne. Wie gesagt, hier die Dinger grundsätzlich untersuchen, das sind vom Rätsel her, wird das quasi de facto dasselbe sein, jetzt halt nur mit mehr Affen oder so. Irgendwie sowas. Bambus. 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 Jetzt mach Bambus. Bambus, Passwort akzeptiert. Und sind es zwei? Nein, ja. Einer. Wieder einer? War ich hier gerade schon und hat sich das wieder zugemacht? Oh. Nein. Scheiße. Der muss jetzt wieder zurück. Ah, nee, das ist so ein Doppeldingen. Ja. Und jetzt? Ach. Muss er zurück zum anderen, schnell. Nochmal. Oh. Dann geht der hier auf und tutti frutti. Aber solche Dinger gibt es hier halt öfters. Teilweise auch mit zwei Affen und so ein Blödsinn halt. Also sind auch recht überschaulich die Rätsel. Ja, klar. Ich glaube, das war's dann soweit hier auch eigentlich. Von Rätselkram her. Möglich, ja. Weil, ja, nein, weiß ich nicht, vielleicht. Entscheide dich. Ich weiß auf jeden Fall, hier ist noch wieder was zum Kaputtmachen. Sammeln wir hier noch die Folge ein paar Kaputtmachsachen und so. Damit wären wir bei 6. Bei dem waren wir schon. Gehen wir mal hier runter. Achso, nee, das ist nur das normale, okay. Dann brauchen wir da nicht runter. Da waren wir drin. Teilweise sind die Räume aber auch so Kapsis angelegt hier, das ist komisch. Ja, Verwirrung pur, ne? Ja, ich weiß genau, wie Batman sich fühlt. Ich bin auch perma verwirrt hier drin im Spiel.
Oh, hier haben wir nur Aussicht, da haben wir keine mehr. Okay. Aber? Haben wir nicht hier jetzt noch was drin? Wie gesagt, einige Labors sind auch ein bisschen höher gelegen. So wie das hier zum Bleistift. Okay, war kein richtiges Labor, wäre mehr so Pseudo-Labor, aber hier ist nichts. Aber auch hier versteckt sich gerne mal so Sachen drin, also immer mal gucken. Und wie gesagt, erwarte nicht von mir, dass ich jetzt hier wirklich alles direkt schon weiß, nach anderthalb Mal durchspielen. Wenn ich überlege, bei Arkham Asylum, da habe ich ja, glaube ich, 4 oder 5 Mal durchgespielt. So, wir machen ein bisschen Computer benutzen. Jetzt kriegen wir nämlich diese Handabdrucksklamotte. Die Bedienung des Waffensystems ist durch einen Fingerabdruckscanner gesichert, der auf Stack eingestellt ist. Ohne saubere Abdrücke komme ich nicht rein. Vielleicht haben die Überwachungskameras was aufgezeichnet. Ich sollte die Aufnahmen daraufhin prüfen, ob Stack während der Entführung irgendeine Oberfläche berührt hat. Dann könnte ich die Abdrücke vielleicht rekonstruieren. So, machen wir noch. So, gucken wir uns das hier erstmal an. Sehen hier den Arkham Knight. Na. Stack muss dort auf dem Boden einen Handabdruck hinterlassen haben. Ich sollte weitere Stellen suchen, die er berührt hat. Dann finde ich vielleicht alle Abdrücke. Oh, dann geht's hier auf der Treppe weiter. Hier vielleicht? Auch ein Bild, auf dem Stack irgendwas im Raum berührt. Jetzt der Boden. Stack hat hier den Boden berührt, nachdem er die Treppe runterfiel. Ich sollte nach weiteren Abdrücken suchen. No, hier wird er natürlich auch wieder runtergeworfen. Die nächste Treppe. Da. Er berührte das Geländer, um das Gleichgewicht zu halten. Um den vollen Satz zu rekonstruieren, brauche ich mehr Abdrücke. Und jetzt müssten wir den hier irgendwo gleich sehen. Da haben wir den doch. Und hier packt er auch noch einen Handabdruck nahe des Ausgangs hinterlassen. Ich weiß, wo Stack seine Abdrücke hinterlassen hat. Ich muss die Stellen nur scannen. Ja, aber das machen wir wohl mit der sensationellen nächsten Folge. Ja. Du rekonstruierst einen Abdruck aus all diesen klitzekleinen Stückchen? Oh, apropos klitzekleine Stückchen. Was glaubst du, was sie mit Barbara machen werden? Ja, wie Rockstar sagte, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen, wie wir hier die den Handabdruck rekonstruieren. Und wir sagen an dieser Stelle, see you guys. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter. Und für alles andere sind die Kommentare below.